Heute spreche ich über die 5 Must-Have-Hosen, die wirklich jedermann im Kleiderschrank haben sollte. Man muss gar nicht unzählige Klamotten im Kleiderschrank haben. Viel wichtiger ist es nämlich, dass man die richtigen Klamotten im Kleiderschrank hat. Und heute spreche ich über die 5 Must-Have-Hosen, die wirklich jedermann im Kleiderschrank haben sollte, um damit dann schlussendlich seine passenden Looks zu kreieren. Starten wir mit der blauen Jeans. Die blaue Jeans ist ein zeitloses Basic-Kleidungsstück, was jedermann im Kleiderschrank haben muss. Ja, da muss ich auch ein Muss doppelt unterstreichen, denn eine blaue Jeans gehört einfach zum Kleiderschrank dazu. Du kannst nämlich eine blaue Jeans wirklich in unendlich vielen verschiedenen Kombinationen stylen. Und das ist eigentlich auch dann so die Grundlage für einen Freizeitlook. Und eine blaue Jeans ist auch wirklich super einfach zu kombinieren. Allein wenn man überlegt, wie viele Jeans, T-Shirt, Sneaker-Kombinationen man mit einer blauen Jeans kreieren kann. Also von daher brauchen wir, glaube ich, nicht darüber diskutieren, dass eine blaue Jeans ein absolutes Muss ist. Und wenn du auf eine halbwegs hochwertige Jeans zurückgreifst, ja, und die auch vielleicht jetzt keine großartige Waschung hat, dann hast du auch eine Jeans, die du über Jahre hinweg tragen kannst, denn so eine blaue Jeans und eine hochwertige blaue Jeans ist tatsächlich so ein zeitloses Kleidungsstück, was du immer wieder tragen kannst. Kommen wir von der blauen Jeans zu einer anderen Jeans, und zwar zur schwarzen Jeans. Die habe ich extra nochmal gesondert hier als schwarze Jeans mit reingenommen, denn die schwarze Jeans ist für mich ein absolutes Must-Have. Die schwarze Jeans ist auch die Jeans, wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin oder so, das ist die Jeans, die ich immer als erstes in meinen Koffer reinpacke. Aus dem Grund, weil ich weiß, mit der schwarzen Jeans kann ich wirklich unzählige Looks kombinieren. Und das nicht nur für den Alltag, sondern auch für abends. Wenn ich zum Beispiel abends nochmal irgendwie in eine Bar gehen will, ja, oder wenn du dich zum Beispiel mit einem Date auf einem Date triffst mit einem Mädel, kannst du eine schwarze Jeans super kombinieren. Und gerade wenn wir über schwarze Jeans sprechen und die Kombinationsvielfalt, da hast du wirklich super viele Möglichkeiten. Also wenn du auch den Switch machst zwischen abends und tagsüber. Abends kannst du zum Beispiel eine schwarze Jeans super mit Lederboots kombinieren. Tagsüber zum Beispiel gut mit Sneakern. Also von daher absolutes Must-Have und für mich ja immer die Go-To-Jeans, wenn ich auf Reisen bin. Die nächste Hose gibt es in unzähligen, vielen verschiedenen Farben. Und ich habe da auch einige Farben von beige, dunkelgrün, dunkelgrau, blau. Ich habe wirklich super viele Chinos im Kleiderschrank. Und auch jeder Mann da draußen sollte Minimum eine Chino im Kleiderschrank haben. Für mich ist es so, dass ich super gerne Chinos anziehe. Aus dem Grund, weil ich halt Fußballerbeine habe. Ja, also ich habe relativ breite Beine. Und Chinos sind einfach super komfortabel. Die sind einfach super angenehm zu tragen. Und deshalb trage ich persönlich Chinos auch super gerne. Und Chinos sind aus dem Grund ein Must-Have-Kleidungsstück für uns Männer, weil man halt auch Chinos super easy kombinieren kann. Zum einen natürlich freizeitmäßig, wenn du zum Beispiel eine Chino trägst mit einem Poloshirt und einem T-Shirt und Sneakern. Du kannst aber auch Chinos zu etwas besonderen Anlässen tragen. Ja, wenn es zum Beispiel irgendwie eine Abendveranstaltung ist, mit einem Hemd zum Beispiel oder mit einem Sakko und einem T-Shirt, passt auch super. Oder wenn Oma mal Geburtstag hat, ja, die freut sich auch, wenn du mit einer Chino vorbeikommst. Also von daher sind Chinos auch super flexibel zu tragen und deshalb auch ein absolutes Must-Have. Und meine Empfehlung bei Chinos, am besten auf Chinos zurückgreifen, die von der Hosenlänge her lang sind, weil Chinos sitzen ja generell ein bisschen breiter und so kommt Chinos einfach besser zur Geltung. Falls du noch weitere Tipps brauchst zum Thema Outfits und Styling, dann check auf jeden Fall mal den Men's Style Guide aus. Das ist ein E-Book, kannst du ganz einfach aufs Handy runterladen und mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Jedermann sollte Minimum einen Anzug im Kleiderschrank haben. Das bedeutet, dass jedermann auch Minimum eine Anzugshose im Kleiderschrank hat. Und mit einer Anzugshose kann man schon einiges kombinieren. Du musst nämlich die Anzugshose ja nicht immer komplett mit einem Jackett tragen oder als Anzug tragen. Du kannst die Anzugshose ja auch anders kombinieren. Du kannst zum Beispiel eine Anzugshose ganz einfach mit Sneakern und T-Shirt kombinieren. Das ist trotzdem ein besonderer Look, aber relativ einfach. Du kannst aber auch andere Smart Casual Looks mit einer Anzugshose kreieren, zum Beispiel mit einem Poloshirt oder nur mit einem Hemd oder nur mit einem Turtleneck oder nur mit einem Rollkragen, funktioniert auch super gut. Die Anzugshose, die ich jetzt hier trage, die ist ein bisschen gröber vom Stoff her und hat auch ein leichtes Muster. Somit wirkt das Ganze irgendwie so ein bisschen interessanter. Und wenn du eine Anzugshose kombinierst, dann empfehle ich dir, das Oberteil auf jeden Fall in die Anzugshose reinzustecken. Denn gerade wenn du zum Beispiel eine Anzugshose in einer Bügelfalte anhast, dann wirkt das Ganze einfach aufgeräumter und passender, wenn du das Oberteil einfach in die Hose reinsteckst. Und
Und ich glaube, Karl Lagerfeld, der dreht sich noch zweimal im Grab um, wenn er das hört, was ich jetzt sage. Und zwar, Leute, Must-Have-Hose für Männer. Ja, eine Jogginghose. Und damit meine ich keine Jogginghose mehr, die du jeden Sonntag auf dem Sofa, ja, irgendwie am Rumchillen bist, sondern ich meine Jogginghose, die du auch im Alltag tragen kannst. Bedeutet keine Jogginghose mit irgendwelchen Aufdrucken drauf oder mit irgendwelchen Brands drauf oder keine Schlabber-Jogginghose, sondern eine schmal geschnittene Jogginghose, die man vielleicht gar nicht direkt als Jogginghose erkennt, die man auch gut kombinieren kann mit hochwertigen Kleidungsstücken. Wenn du nämlich eine Jogginghose zum Beispiel mit Ledersneakern oder Lederjacke kombinierst oder mit einem Hoodie, dann kannst du auch eine Jogginghose super gut im Alltag anziehen. Wir brauchen auch gar nicht darüber diskutieren. Eine Jogginghose ist ja auch super komfortabel. Ist einfach super entspannt, eine Jogginghose zu tragen. Und wenn du eine Jogginghose gefunden hast, die du sowohl im Alltag anziehen kannst, zum Beispiel kombiniert mit einer Lederjacke, aber auch sonntags auf dem Sofa, ja, ich glaube, dann würde sogar der Karl sagen, Daniel, hast du recht. Also Leute, das war's für heute. Teilt meine Videos liebend gerne mit allen Männern da draußen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich mit meinen Videos euch da draußen ein bisschen weiterhelfen kann. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.